Absoluten Lieblingsbattles, die ich je bei The Voice Kids erlebt habe. Wirklich. Wahnsinn, echt Wahnsinn. Ich weiß, du bist eine Rockbraut. Echt, hier, gib mir die Faust. Das war Leute, echt Mörder. Aber mal ganz kurz. Wir müssen doch wirklich sagen, das war die größte Überraschungstüte, die wir alle irgendwie hatten. Niemand hat gewusst, was am Ende rauskommt. Und das war so geil. Ihr seid alle so aufeinander zugegangen. Ne? Ihr als Band habt gesagt, klar, wir nehmen die beiden jetzt mal kurzzeitig in unsere Band auf. Emily und Ibrahim, ihr habt euch so auf die drei eingelassen. Dankeschön. So Danke. Mega geiler Moment hier bei The Voice Kids. Super cool. Vielen Dank. Ja, Vincent, ich habe dich auch so ein bisschen beobachtet. Das war ganz lustig, weil es war so eine Mischung aus geschockt sein, es nicht glauben können, was hier gerade passiert. So was hast du nicht erwartet hier bei uns bei The Voice Kids, ne? Nee, gar nicht. Weil ich auch überhaupt nicht wusste, okay, wie funktioniert das hier zusammen, ja? Leck mich am Arsch. Das war wirklich, ich meine, Ruben, Arian, Oscar, unfassbar geil. Ich war für mich alles dabei, was ein Song braucht, ja? Schöne Stimme, kraftvolle Stimme, fetter Rocksound, also von daher perfektes Battle. Absolut. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Alvaro, könntest du dich hier entscheiden? Das ist nein, so schwierig. Und weiter. Es ist, nein, ich könnte. Es war für mich. Nee, also ich würde. Steff, was meinst du? Also, in den Battles zwischen drei Parteien entscheiden zu müssen, ist der Horror. Vor allen Dingen, wo ich euch jetzt so auch gut kennengelernt habe. Ne? Denn das war das Team, wo mal die ganze Band Silbermond gefragt war. Die haben auch zu mir gesagt, Steff, das ist so eine tolle und starke Truppe.
man muss es wirklich sagen, Oskar, du hast ja auch gemerkt beim ersten Coaching, ne? Du hast es hier mit zwei krassen Sängern zu tun. Das hat dich erstmal so ein bisschen aus deiner Ruhe gebracht. Und dann war aber ziemlich schnell klar, dass deine Bandkollegen an dir dran sind. Und Ruben, ich muss einfach wirklich sagen, du bist der, der am meisten die Ruhe bewahrt hat, egal was um dich herum passiert ist, ne? Und ohne dich wäre das Battle nicht so hammermäßig am Ende geworden. Das muss man einfach wirklich sagen. Also Roxxon, so wie ihr seid, habt ihr eine Magie als Band. Ne? Das ist ganz, ganz viel wert und das dürft ihr niemals vergessen, okay? Und Ibrahim, du warst immer von Anfang an mit so einer Power dabei. Du hattest eine Leidenschaft, du hast die Jungs mit angefeuert, ne? Und während der Song lief, hatte ich im Kopf schon den großen Ibrahim, wie er mal aussieht, wenn er später ein großer Sänger ist. Dankeschön. Ja! Emily, die Lady hier auf dieser Bühne, du hast ein Teamgefühl, was unglaublich ist. Du gibst den anderen immer das Gefühl und das Signal, Leute, wir kriegen das schon hin. Einsatz verkackt, nicht so schlimm, komm, weitermachen, kriegen wir hin. Und du hast einfach ein Talent, das ist sehr, sehr selten. Vielen Dank. Dankeschön. Aber trotzdem, auch hier natürlich die harte Regel, eine oder eine ganze Band kommt weiter. Stefanie, bitte. Ich möchte jetzt gerne mit dem Talent gehen, wo ich einfach sagen will, ey, danke für die Disziplin, danke für diese Aufmerksamkeit, die ganze Zeit von vorne bis hinten, ohne auch nur einen Zweifel an sich zu lassen, aber trotzdem immer noch mit der Empathie und dem Herz für alle anderen, die mit auf der Bühne stehen. Und ich, ich hoffe, ihr werdet es verstehen. Ich gehe mit Emily in die nächste Runde. Emily, herzlichen Glückwunsch. Prost, tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. So geil gemacht, Leute. So gut gemacht. Danke an Roxxon, danke Ibrahim. Super gemacht. Ich bin stolz auf dich. Voice Kids ist ja nicht so viel Überraschung gut. Dieses Battle war schon von vorne bis hinten eine einzige Überraschung. Ne? Und deswegen gibt es jetzt für dich das direkte Ticket ins Finale! Viel Spaß! Emily, du überspringst die Sing-Offs. Du gewinnst nicht nur dieses Battle, du bist im Finale! Dankeschön! Nur ein einziges Talent darf Stefanie direkt mit ins Finale nehmen. Mit ihrem beeindruckenden Auftritt hat sich Emily diese besondere Ehre und die Standing Ovations aller Coaches absolut verdient. Aber auch Ibrahim und Roxxon haben noch eine Chance. Jeder Coach kann ein Talent aus einem anderen Team stehlen und mit in die Sing-Offs nehmen. Niemand weiß, was jetzt passiert. Fighten Alvaro und Vincent um dasselbe Talent? Ich weiß auch nicht, wo du hin willst. Stopp. Also, okay. Nein. Leute, wir haben nicht nur einen Steel-Deal, wir haben zwei Steel-Deals. Jetzt nicht gespannt. Was willst du jetzt machen? In die Fresse? Ich weiß auch nicht, wo du hin willst. Nee? Dann lassen wir uns doch einfach überraschen. Das wird besonders lustig. Auf die Plätze, fertig, los! Nein, hier ist er. Du gehst rüber. Okay. Ich hab hier. Hallöchen! Buben, wo bist du? Es geht nicht ohne Rockband in die Sing-Offs, ja? Ich sag nicht, alle sind weiter. Yeah! Es ist unfassbar. Es ist so eine krasse Stimme. Roxxon ist wieder zurück, die ganze Liste. Ich glaub's nicht! Ich glaub's nicht! Ja, unter anderem. Bravo! Das, was hier gerade passiert ist, meine Damen und Herren zu Hause, das gab es noch nie in der ganzen Geschichte von The Voice Kids. Denn alle,
alle aus dem Battle hier vom Team Stefanie sind weiter in den Singles. Wie geil! Wie geil! Glückwunsch! Als ich gesehen habe, auf einmal kommt hier raus. Ich war unter Schock. Also, ja, aber es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Krass.